herein bitten? Ich kann mich ja bei ihm über meine Probleme beschweren. Mein Problem war gerade, dass ich auf Toilette musste. Oh. Einsam. Hallo, da ist doch einer. Outfit zeigen? Nein, ich bin im Schlafanzug, Alter. Outfit ändern. Da, zieh dich mal um. Oh, mein Herz ist gebrochen. Komm, machen wir einfach mal. Wie? Er sagt nichts dagegen, dass wir uns freie Luft lassen? Freie Luft lassen. Witz über Marsmenschen. Ich liebe es ja, so Witze zu lesen, ne? Angst vor Vampiren zugeben. Ich habe das schlimme Gefühl, dass ich letztens von einem Vampir gebissen wurde. Aber das kann ja gar nicht sein. Es gibt ja gar keine Vampire. Hoffe ich. So, sozial geht immer weiter hoch. Das ist schön. Lustig. Machen wir mal ein paar Geschichten. Freundlich. Fesselnde Geschichte. Noch eine Geschichte. Kompliment über Outfit machen. Muss er sich immer so stellen, dass ich ihn nicht an... so. Von neuer Show schwärmen. Machen wir einfach mal alles, damit alles Soziale rauskommt. Tagfragen. Du warst auch eine Erwachsene, oder? Erwachsene. Junge Erwachsene, Erwachsene. Ali Al-Arabi. Geiler Name. Ali. Ich stehe doch hier vor der Tür. Warum klopfst du? Lustig vorstellen. Freundlich vorstellen. Machen wir das mal. Nachdem wir hier mit unserem guten Freund uns... So. Hä? Komödie, Fernseher sehen. What the fuck, Alter? Spitzbübisch bedrängen? Die sieht doch nett aus. Guck doch mal. Hey, hör auf mich an zu pieksen. Oh, gefällt dir das nicht? Ha, ich hab ja die Möpse gepackt. Wer hat's gesehen? Ich hab ja die Möpse gepackt. Jemanden anrufen. Oh, das hat irgendwie so nicht so ganz geklappt. Okay, machen wir einfach mal ein Kompliment. Oho. Ja, ich muss arbeiten. Gleich, jeder Stunde. Jetzt bin ich wieder müde. Was habe ich gedrückt? Achso, bitten zu gehen. Ja, doch, machen wir mal. Dann kann er gehen. Und ich kann endlich meine Hausaufgaben machen. Beziehungsweise... Wer bist du? Hallo? Komm, das ist ein Kind. Dafür haben wir eben noch Zeit. So. Kinder muss man immer Komplimente machen. Kinder sind nett. Sorry, ich muss zur Arbeit. Aha. Erst mich abblitzen lassen und mir dann mein Geschirr waschen? Also... Geht ruhig alle bei mir ins Haus. Macht nichts. Leute. Summer Holiday fühlt sich wahrscheinlich auch gerade extrem verarscht, weil... Ich bin arbeiten und da steht eine wildfremde Frau bei mir in der Bude. Ich glaube, sie merkt was. Was machen die da mit meiner Bude? Hallo, hört auf damit. Ich muss los, danke. Hallo, spielt das Kind das Spiel ab 18? Ah nein, Tetris. Blickblock, Entschuldigung. Muss das Kind nicht mal langsam schlafen gehen?
Wer will schon wieder pennen, Alter? Wenn du nach Hause kommst, kannst du erstmal pennen. Und morgen werden dann Hausaufgaben gemacht. Was machst du da? Was denn jetzt? Was hast du denn noch? Angenehmes Gespräch, böse gesinnt. Weil wegen Hitzkopf. So, dann pennen wir mal eine Runde. Danach essen wir Käsemakaroni. Was ist los? Alter! Warum ist er jetzt wütend? Nur weil er hitzköpfig ist? Was soll der Scheiß? Gut, machen wir erste Terrorsuchtsanfall. Was jetzt? Gemein zu jemandem sein. Nein, das machen wir nicht. Du frisst jetzt dein Käse-Sandwich und hältst seine Fresse. Mann! Ja, von mir aus guck Fernsehen, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Unwohl, du bist müde. Ja, dann geh pennen. Wenn du weiter so angepisst bist, kannst du das ganze Wochenende an deinen Hausaufgaben und allem weiterarbeiten. Jetzt frisst dein Brot und geh pennen. So. Morgen früh, das Erste, was gemacht werden, sind Hausaufgaben. Und dann kannst du da weiterarbeiten. Gut, du gehst erst aufs Klo. Machst. Gehst dann kalt duschen. Machst deine Hausaufgaben. Und arbeitest vorsichtig, Freundchen. Mich juckt am nicht mehr vorhandenen Bart. Das ist nervig. So, Freundchen. Hygiene ist gleich ganz oben. Und jetzt werden Hausaufgaben gemacht. So. Hausaufgaben gerade erst begonnen. Nein! Muss das alles so laut sein? Ja, zum Flohmarkt gehen wir, wenn du deine Hausaufgaben fertig hast. Gehen wir zum Flohmarkt? Ich denke ja. So. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Alter! Hausaufgaben. Du machst jetzt eben deine verdammten Hausaufgaben. Dann. Wie lange noch? 6 Tage. Das kriegen wir hin. Dann kochen wir was. Ein Kartensalat. Summer steht vor der Tür. Komm herein, altes Haus. Ja, du musst erstmal was kochen, weil sonst haben wir nichts zu essen. Minus 9 Dollar? Ach so, wegen des Ballast. Nein, Summer. Okay. Dann nicht. Hast du nicht auch einen Teenager? Die war auch ein Teenager. Die hat aber so ein komisches Ding auf dem Kopf. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. So, hau rein. Friss einen Salat. Guck Fernsehen und friss einen Salat. Von mir aus. Oh, mich guckt's am Rücken. Geil. Meine Finger riechen nach Liquid. Was ist das? In einer Phase eintreten. Was für eine Phase? Ist das sowas wie eine Sekte? Hat er seine Hausaufgaben? Jetzt mach doch mal endlich deine verkackten Hausaufgaben, Alter. Hat seine Hausaufgaben für heute fertig. So. Nein, habe ich gar keine Lust zu. Ja, ich weiß, ich kann auch mal nachschalten, aber geht nicht.
In Büchern blättern. Wenn du, ja, wenn du, was heißt, in Büchern blättern, Alter. Was ist falsch mit dir? Wütend, das macht da nichts kaputt, Freundchen. Wie weit ist das eigentlich? Kann ich das irgendwo sehen? Nein, du sollst nicht schnappig arbeiten. Du sollst schön ordentlich arbeiten. Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Ich kann jetzt Basisverbesserung an Sanitärobjekten. Ein Witz. Gelernter Sanitärinstallateur kann sowas nicht, oder was? Obwohl, er ist ja kein gelernter Sanitärinstallateur. Ich bin ja gelernter Sanitärinstallateur. Ja. Ich bin ja gelernter Sanitärinstallateur. Unwohl, weil er wieder mal pennen möchte. Mann, Alter. Zusatzaufgaben beenden. Klickt auf Hausaufgaben und wählt Zusatzaufgaben. Was? Gut, machen wir. Der hat sein Projekt aber gleich fertig. Das ist schön. David hat schnell abgeschlossen. Die Zusatzarbeit wurde belohnt. Was ist das? Eine Tesla-Spule! Geil! Ich hab eine verdammte Tesla-Spule gebaut. Ja, geh aufs Klo. Geh doch einfach. Dann mitten in der Nacht hat er wieder Hunger. Ne, ja doch. So. Ich nehme. Gibt's halt wieder mitten in der Nacht Gartensalat. Und wir spielen eine Runde. An einem Anfängerturnier teilnehmen. Komm, wir nehmen an einem Turnier teil. Vielleicht gewinnen wir ja sogar mal was. Das wäre natürlich super geil. So. Macht das Spaß? Ja, es macht ihm Spaß. Das ist gut. So. Das nimmst du schön mit. So, jetzt ist er wenigstens wieder neutral. So, jetzt ist er wieder da im grünen Bereich. Das ist super. Das Turnier ist gleich vorbei. Kriegst du nur noch Zusatzaufgaben hin? Es ist. Dass ein anderer Teilnehmer das Turnier besser war. Dieses Mal gibt es keinen Preis. Der ist, weil er. Willst du mich jetzt verarschen? Komm, ausholen kannst du dich gleich noch. Jetzt mach deine Zusatzaufgaben eben schnell. In einer Stunde muss er zur Schule. Ja, schaffen wir. Sozial geht schon wieder runter. Heute muss er nicht arbeiten, das ist gut. Komm, aus der Schule. Und los. Immer noch traurig. Der hat ein Spiel. Alter, der hat ein Spiel verloren. So traurig kann man doch gar nicht sein. Ja, doch, kann man schon, aber. Und er ist zur Schule. Gut. Hat er seine Hausaufgaben mitgenommen? Der Abschluss von Schulprojekten hat einen positiven Einfluss auf deine Note. Mach weiter so. Gut. Also, das mit dem Spielen ist irgendwie dezent scheiße, habe ich das Gefühl. Die heutige Post wurde zugestellt. Wer ist sie? Izumi hat. Soeben sind Rechnungen in deinem Briefkasten geflattert. Ich muss ganz schnell erwachsen werden. Ja, gut. Warte. Ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt. Der Abschluss des Projekts erhöht deinen schulischen Fortschritt. Wenn das Projekt schnell abgeschlossen wird, ist der Fortschritt umso höher. Eine 2. Gut. Kann ich irgendwas machen? In ein Tagebuch schreiben. Gut, machen wir.
Wie komme ich denn jetzt in ein Tagebuch? Ich sag jetzt nicht, ich muss mir noch ein Tagebuch kaufen. T t t t t t t